Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur MotoGP 2015 hier auf Red Second TV. Es geht weiter mit der MotoGP und dem nächsten Rennen. Ja, das letzte haben wir ja gewonnen, haben deswegen wieder aufgeholt, haben die Führung wieder übernommen in der Gesamtwertung und jetzt geht's weiter in Misano, das liegt in Italien. Kleine Reise zurück nach Italien. Waren wir ja dieses Jahr schon mal und jetzt sind wir wieder da. Und ja, schauen wir mal, ob es was wird. Das sind wir das letzte Mal Italien Erster geworden. Und das hoffen wir mal, schaffen wir jetzt auch. Teamanfragen haben wir bekommen, aber leider nicht von Movies der Yamaha. Das finde ich schade, deswegen sind wir jetzt noch beim alten Team. Und wir fangen direkt an mit dem Qualifying und dem Rennen in Misano in Italien. Auf geht's! Ja, Führung behalten, ja oder nein? Das werden wir gleich feststellen. Jetzt gibt es erstmal Qualifying Nummer 1. Und da schauen wir mal, es sollte eigentlich kein Problem Hallo geben. Aus Misano. Das erste Qualifying. Ja, das erste Qualifying, das gibt's jetzt. Daten per Kammer, das geht mal sauber. Die Bremsen, die sind jetzt auch voll. Und wir gehen direkt raus und fahren unsere Runde. Ja, habt ihr auch mal gesehen, wie ein Motorrad aus der Box rausfährt. Ist neu seit letztem Jahr, also seit diesem Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr. Und ja, Runde zählt, Zeit läuft. Ja, ziemlich rutschig hier. Ja, was gibt's denn jetzt eine Strafe? Ich bin nur zur Sicherheit rausgefallen. Das hat mir keinen einzigen Vorteil verschafft. Ey. Das hat definitiv Zeit gekostet. Das könnte zu schnell sein, ist es nicht. Passt. Und dann sollte es am Ende doch locker in Q2 gehen. Mit einer 1.34, 1.35, 0.00 wird man weiter sein. Schauen wir mal, was die Konkurrenz sagt. Die sagt erstmal ja. Eine Sekunde oder 0,8 Sekunden vor Paul Espargaro, das reicht. Auf dem Bildschirm sehen Sie. Und wir steigen auf Level 77 jetzt. Ja, die 100 werden wir nicht mehr erreichen bis zum Ende des Let's Plays, aber es geht bergauf. Und dann gehen wir zu Qualify Nummer 2. Ich begrüße die. Haben wieder ein Datenpack, das geht diesmal an. Die Federung. Und wir gehen direkt raus. Ich will sehen, ob wir es auch mal von Anfang an schaffen können. Das letzte Mal haben wir es ja von Anfang an nicht geschafft. Ist schon zwei Rennen her jetzt. Silverstone, glaube ich, hat es ja nicht geregnet. Das war eins davor. Was war denn da? Irgendwas war da. Irgendein Rennen. Da haben wir es nicht geschafft. Da hat es nämlich geregnet. Und sind gleich mal ausgerutscht. Das war. Ach, das war Brünn, genau. Tschechien was. Da haben wir es nicht zerrissen. Oder zumindest nicht am Anfang. Komischerweise, gleich mal die Bestzeit. Wie geht da sowas? Thank you.
Hier rutscht mal gerne mal weg. Und jetzt kommt die Vollgaspassage. Nein! Letzte Kurve, wie immer, wie immer! Die letzte fucking Kurve! Das wären wir jetzt durch gewesen. Verbessern uns aber gleich mal zu unserer alten Zeit. Das war zu fest und da sliden wir wieder weg und die Zeit ist gelaufen. Das ist unglaublich. Das Ding ist repariert, Fahrzeug. Es gibt ein Datenpack, das wir verteilen können. Das geht auf die Federung. Und dann probieren wir es nochmal. Momentan letzter. Im Moment 1:34.884, da hätte sogar unsere letzte Qualifying 1-Zeit nicht gereicht. Im Moment reicht's für die Pole. Dieser Sektor gehört uns. Wieder ein schöner Slide, der Zeit kostet. Aber wir sind vorne. Wir sind vorne, wir sind vorne, wir sind vorne. Wir fahren vor uns. Ist das Rossi? Aber diesmal haben wir's. Diesmal reicht's für die Pole. Definitiv. Und wir gehen zum Rennen. Marquez auf 2, Lorenzo auf... Ja, auf der 4? Habe ich's richtig gesehen? Damit endet das ja, zweite Qualifying. Rossi auf der 3. Jetzt wissen wir, welche das ist ja mal geil. Damit geht's zum Rennen. Hallo Rennsportfans, heute für Sie live das 13. MotoGP-Rennen der Saison. Ja, wir fangen direkt an mit dem Rennen. Datenpack haben wir ja schon verteilt. Das heißt, jetzt gibt's volle Attacke. Voll Beef. Volle Beef-Attacke. Und Rossi und Marquez gehen vorbei. Ha, Marquez wieder geschmissen.
Und wir führen. Rossi und Pedrosa, Lorenzo nur auf 3. Wir bleiben vor Rossi und Lorenzo. Marquez haben wir ausgeschaltet. Das gibt eine Strafe von 0,076. Brutal. Das kostet uns jetzt gleich einen Sieg. Im Moment würden wir die Führung ausbauen. Eieiei. Fahren hier wieder raus. Müssen jetzt aufpassen. Und Rossi geht vorbei. Jetzt könnten allerdings diese 0,076 Sekunden doch gefährlich werden, wenn es am Ende so hart auf hart kommt. Pedrosa geht an Rossi vorbei. Wir haben jetzt noch eine Runde, wo wir alles rausholen müssen. Dort wäre fast zu viel des Guten gewesen. Und jetzt fahren wir das locker nach Hause hier. Ohne größere Probleme. Rossi auf der 2. Ja, das ist. Also, wir machen einige Punkte in der WM gut, wenn Lorenzo nur Vierter wird. Die letzten zwei Kurven. Und wir haben's. Wir haben's mal wieder. Sieg in... Scheiße, wo fahren wir denn? Ach, in Mugello, genau. Ja gut, wir haben's. Während sich die Champions auf den Weg die nächsten Punkte. Machen, werfen wir ein. Lorenzo nur auf der 4. Das heißt, wir haben jetzt 13 Punkte Vorsprung auf Lorenzo. Und Marquez, der spielt mal überhaupt keine Rolle mehr. Keine Honda unter den besten 4. Ja, sogar... Nur Ducati ist besser als alle Hondas. Das finde ich mal stark. Und ja, Yamaha dominiert hier vorne. Genauso sieht es auch hier. 47 Punkte sind es mittlerweile auf Honda. Und wir steigen fast auf Level 78 auf. Hat viele neue Fans, viele neue HP-Credits und hier ist die Siegerehrung. Er hat heute ein perfektes Rennen gezeigt. Diesen ruhmreichen Moment haben er und sein Team sich redlich verdient. Es war eine Menge harte Arbeit. So sieht's aus und ja, wir gehen weiter. Zurück ins Headquarter. Und ja, hier seht ihr's. Die Truppe ist begeistert von ihrem Fahrer. Ein eindrucksvoller Sieg in Misano. Im Namen von Second. So sieht's aus und wir sind vorne. 13 Punkte vor Lorenzo. Das ist ganz gut hier.
hat sich mittlerweile ein bisschen gelegt. Zarco auf der 1. Lowe's hat 24 Punkte mittlerweile verloren. Rabat 15 Punkte dahinter. Ja, das ist eigentlich auch schon wieder eine kleine Sache für Zarco. Moto3 genauso für Kent. Also langsam spitzt sich's zu. Nächstes Mal gibt es hier Aragon mit dem Test Nummer 3 und dann hoffentlich kriegen wir ein Angebot von Movistar Yamaha. Hoffentlich, damit wir die letzten Rennen hier noch mit der Movistar Yamaha fahren können. Wenn nicht, dann halt nicht, aber ja. Erinnert euch dran, es sind die letzten 1, 2, 3, 4, 5 Parts, die ihr sehen könnt. Und ja, die letzten 5 Wochen, wo es nochmal alles gibt. Und ja, schaltet einfach wieder ein. Nächsten Montag gibt es den nächsten Part mit Aragon, dem 14. Rennen und dem Test Nummer 3 in Aragon. Also bis dahin, ich sag danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao.